Hi, ich begrüße euch hier zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch drei Aromen vorstellen. Ich wollte heute mal die Katzen aus dem Sack lassen. Die Rede ist von der neuen Serie aus dem Hause Copycat, dem Cat Club. Wir haben hier einmal Mango Maine Coon, Vanilla Siam und Berry Bengal. Drei verschiedene Aromen, geliefert in diesen 100 ml Shabby Gorilla Flaschen. In der Flasche ist noch ein Fläschchen mit 10 ml Aroma. Schüttet das Ganze hier rein, füllt es auf mit eurer Wunschbasis, gegebenenfalls, wenn ihr benötigt, noch Nikotinshots dazu. Der Hersteller empfiehlt, das Ganze mindestens 5 bis 10 Tage stehen zu lassen und dann kann das Ganze auch schon losgehen. Meins habe ich vor knapp 2 Wochen angemischt mit dieser 80-20 Ultra Bio Basis. Habe es dann direkt nach dem Anmischen einmal vom Finger probiert. Beim ersten Probieren, sage ich jetzt ganz einfach mal, konnte man klar und deutlich die einzelnen Komponenten rausschmecken. Sprich, der Hersteller gibt an, Milch und Honig mit einem süßen Vanillegeschmack. Wo ich es halt probiert hatte, kam direkt die Vanille mit dem Honig gut drüber. Und dann gefolgt von dieser Creme Milch im Hintergrund. Allerdings war das wirklich noch keine runde Nummer. Der Ganze stand jetzt 2 Wochen. Ich bin gespannt. Ich probiere jetzt einmal vom Finger. Wow. Huhu. Also wirklich, wirklich auch sehr gut der Hinweis darauf, dass man halt wirklich stehen lassen soll, muss. Die 2 Wochen haben wirklich gebracht jetzt. Wir testen das Ganze hier auf meiner V-God mit dem Wendy Web Icon. Ich tröpfel da mal was rein. Und dann würde ich sagen, Feuer frei für die Nummer 1, Vanilla Siam, Copycat, Cat Club. Alter Schwede. Ich bin gerade sprachlos. Gerade bei der Vanillenummer. Vanille ist ein heikles Thema. Ihr wisst es selber, es gibt so viele Vanillearomen. Und ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wenn überhaupt, wie viele mir persönlich davon schmecken. Aber das hier, Vanille Siam, wow, wirklich, wirklich lecker. Die Vanille mit dem Honig, eine richtig geile Kombo. Und dann noch diese Creme, diese Milch, der Milchgeschmack zusammen, wirklich rund, authentisch, nicht zu süß, nicht künstlich. Lecker. Ich will eigentlich direkt weiter dampfen. Aber neue Watte rein. Boah. Sorry, neue Watte rein und dann geht's direkt mit der Nummer 2 weiter. Wir sehen uns gleich. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Kätzchen. Mango Maine Coon. Saftige Mango und erfrischende Früchte werden mit Tee abgerundet. Wie bereits zuvor, das Vanilla Siam habe ich das auch vor 2 Wochen angemischt. Habe einmal schon vom Finger probiert. Die einzelnen Komponenten kamen wieder so stark rüber. Es war noch keine Harmonie drin, war noch keine runde Nummer. Fand ich jedoch trotzdem. Sehr natürliche Geschmäcker, sehr natürliche Aromen. War da auch schon sehr interessant und ja, ich probiere einfach direkt nochmal vom Finger. Wirklich, ich kann euch nur raten, lasst es stehen, mindestens 10 Tage. Seid nicht abgeschreckt, wenn ihr es am Anfang auch probieren solltet. Wartet wirklich ab, wie es nach den 10 Tagen, beziehungsweise wie in meinem Fall 14 Tagen schmeckt. Auch hier wirklich eine Veränderung. Nachgereift wirklich sehr stark, nachdem ich die Basis halt zugegeben habe. Ich tropfe mal direkt gut was rein. Und dann würde ich sagen, Feuer frei für Mango Maine Coon. Eine sehr natürliche Mango, gefolgt von so einem leckeren Fruchtmix und dann so ein Colada-Kick.
Kann ich mir wirklich sehr gut so an so heißen Sommertagen vorstellen. Wirklich erfrischend. Lecker erfrischend. Fruchtig lecker erfrischend. So, wir kommen auch schon zum letzten Kätzchen hier, dem Berry Bengal. Saftige Melone trifft auf reife Erdbeere mit leckerer Kokosnuss. Vorab von mir, ich habe bisher noch keinen Liquid oder Aroma gedampft, was Kokosnuss beinhaltet hat, egal reines Kokosnussaroma oder irgendein Mix, was mir persönlich geschmeckt hat. Ich rede jetzt nur von der Kokosnuss, entweder chemisch, irgendwie künstlich, nach Parfüm geschmeckt, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Hat mir einfach nichts geschmeckt bisher. Ich habe das vor 2 Wochen angemischt, wie die anderen beiden auch. Habe dann einmal vom Finger probiert. Wie auch bei den anderen bereits. Die Aromen, die Melone und die Erdbeere sowie das Kokosnuss, eine richtig schön natürliche Note. Nicht irgendwie künstlich oder sowas, nicht zu süß, gar nichts. Jedoch, ich sage jetzt mal einfach noch nicht reif. Hab's halt, wie gesagt, auch 2 Wochen stehen lassen. Probiere das Ganze jetzt nochmal vom Finger. Sorry, auch wenn ich mich wiederhole, bitte, ihr tut euch nur selber den Gefallen, wie gesagt, lasst es stehen. Die 10 Tage oder 5 Tage, probiert es nach 5 Tagen, ich habe es nicht probiert, ich weiß es nicht. Bei mir waren es die 14 Tage, lasst es wirklich stehen, es ist einfach nur enorm, wie dieses Liquid nach, beziehungsweise das Aroma dann oder das fertige Liquid dann nachreift. Ich tröpfe mal wieder gut was rein. Und dann feuerfrei für Berry Bengal. Was soll ich großartig sagen? Wirklich eine leckere, natürliche, nicht zu auftragende Mischung von Melone und Erdbeer. Und im Abgang wirklich Daumen hoch für Copycat an der Stelle, kein Scheiß. Das erste Liquid-Aroma, was mit Kokosnuss zu tun hat, was mir persönlich schmeckt. Auch echt eine gute Nummer. Top. Kleines Fazit an der Stelle. Alle drei Aromen. Preislich roundabout, ich glaube 7,90 €. 10 Milliliter Aroma mit dieser 100 Milliliter Shabby Gorilla Flasche. Für mich vollkommen okay der Preis. Richtig okay. Eigentlich Daumen nach oben, guter Preis. Erstes Kokosnussaroma, was mir persönlich schmeckt. Probiert selber aus. Ich sage, da kann man keinsterweise was falsch machen. Wie gesagt, auch wenn ich mich wiederhole an der Stelle, lasst es ein paar Tage stehen. Geile Nummer. Und das war's auch schon. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein.